Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 3 Tage mit interessanten und spannenden Inhalten liegen hinter uns. Und die letzten Beiträge unseres Online-Formats SATA Insight erwarten Sie. Freuen Sie sich heute auf die Vorstellung unserer Filtersysteme durch unseren Vertriebsleiter Deutschland und Österreich, Sebastian Scholz. Den SATA-Talk zu Markttrends in der Lackierbranche, die Reportage darüber, wie die Staudt-Studios jedes Fahrzeug ins beste Licht rücken und die Tipps unserer Anwendungstechnik zum Thema Druckverlust in der Lackierkabine. Wir hoffen, unser Programm der letzten Tage hat Ihnen gefallen. Und wir vertrauen darauf, dass wir uns spätestens im nächsten Jahr auf der Automechanika 2021 in Frankfurt persönlich sehen können. Bis dahin werden wir das Format der SATA Insight fortführen und immer weiter spannende Themen, Reportagen, aber natürlich auch Anwendertipps für Sie bereitstellen. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf diesem Kanal begrüßen zu können. Ihr Team von der SATA wünscht Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie mehr über die SATA und unsere Produkte wissen möchten, rufen Sie uns an. Herzlichen Dank. Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich im Showroom der SATA Tech Fair zur SATA Insight. Als renommierter Hersteller von Premium-Lackierpistolen bedienen wir die globale Welt der Autoreparaturlackierung mit unseren hochwertigen Pistolen für die Applikation von Grundierungen und Füllern, von Basislacken und Klarlacken. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website. Herzlich willkommen bei der SATA Insight. Mein Name ist Sebastian Scholz, ich bin Vertriebsleiter der SATA für Deutschland und Österreich. Ich möchte Ihnen heute unsere Filterbaureiheneinheiten vorstellen und dazu beginne ich mit der Filterbaureihe 100 PREP. Die 100er PREP wird in der Regel immer in den Vorarbeitungsbereichen genutzt. Sie ist als zweistufige und auch als dreistufige Einheit auf dem Markt. Daneben sehen Sie hier die rot eingefärbten Filterbaureihen. Das ist einmal die 400er Baureihe und in der Zukunft werden wir auch die abgedatete 500er Baureihe haben. Was steckt jeweils drin? Wir sehen das hier an der geöffneten, schematisch gezeichneten Filterbaureihe 484, dem dreistufigen Modell. Dort wird die einströmende Druckluft als erstes durch einen Zyklonabschneider von groben Partikeln gereinigt und dann durch einen Sinterfilter gereinigt. In der nächsten Stufe durchläuft die Luft einen Feinfilter und in der dritten Stufe einen Aktivkohlefilter, so dass wir dann technisch reine Luft haben, die auch und vor allem für den Atemschutz genutzt werden kann. Die technisch reine Luft brauchen wir sowohl im Bereich des Atemschutzes als auch natürlich eine Lackierluft zu produzieren, die 100% frei ist von Teilen, Partikeln, Ölen, Stäuben etc. Sie sehen, dass alle einzelnen Stufen verfügen jeweils über einen sogenannten Filtertimer. Dieser Filtertimer jeweils zeigt an, wann die entsprechende Kartusche verbraucht ist. Bei dem Sinterfilter und bei dem Feinfilter sind es immer 6 Monate Lebensdauer und diese Lebensdauer wird hier auf diesen Filtertimern jeweils angezeigt. Das heißt, durch Drücken und somit Aktivieren des Filtertimers läuft eine Zeituhr, die 6 Monate braucht, um ein kleines Fensterchen vollkommen rot zu färben. Somit weiß dann der Anwender, jetzt wird es Zeit, wieder zu wechseln. Bei der dritten Stufe, der Tiefkohlefilter, wie Sie hier einmal sehen und einmal hier, beträgt die Lebensdauer 3 Monate. Diese muss dann also alle 3 Monate gewechselt werden. Zu der 500er Baureihe, die demnächst auf den Markt kommt, werden wir Sie dann in den nächsten Wochen informieren, ausführlich auch über unsere Website. Das höchste Gut eines jeden Lackierers ist seine Gesundheit. Dafür benötigt er optimalen Atemschutz. SATA bietet hierfür ein umfangreiches Programm, beginnend mit der SATA Airstar F Halbmaske für den Vorbereitungsbereich, SATA Airstar C sowie insbesondere unsere Vollschutzhauben SATA Vision 2000 und unsere neueste Generation, die SATA Air Vision 5000, an. Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Atemschutzprogramm finden Sie auf unserer Website. Das SATA Lackierpistolenprogramm verfügt über eine große Bandbreite, angefangen von Polyesterpistolen über Spachtelpistolen, Füllerpistolen, Minijet, Industriepistolen
und natürlich dann bis hin zu unseren Topmodellen der aktuellen X5500. Das aktuelle Topmodell, die X5500, kennen Sie in der gewohnten Weise in Digital- und in Standardausführung und auch in RP- und HVLP-Varianten. Neu dahinzugekommen ist eine X-Variante, eine X-Düsen-Variante mit einem I- und einem O-Strahl. Die I-Variante für den kontrollierteren und die O-Variante für den etwas schnelleren Arbeitsvorgang. Als SATA bieten wir unseren Endkunden die Möglichkeit, sich eine eigene Lackierpistole auf Basis der X5500 zu designen. Das ist die SATA Custom Design Gun, CDG. Diese Pistole kann bei uns über den Shop designt werden und das wird dort abgespeichert. Wir produzieren diese Pistole dann als Unikat und schicken sie dem Kunden zu. Neben den SATA Digitalpistolen gibt es ja auch die SATA Standardpistolen. Hier bietet SATA aber die Möglichkeit, mit dem SATA Adam 2 eine zusätzliche optionale Druckmesseinrichtung an die Pistole zu bauen. Dieser SATA Adam 2 kann mit verschiedenen Adaptern für sämtliche Pistolentypen verwendet werden, die die SATA im Programm hat. Ich möchte Ihnen kurz etwas über unser SATA RPS Mehrzweckbechersystem erzählen. Unsere RPS-Becher sind knickbar. Das hilft natürlich vor allem, wenn ich zum Beispiel im Bereich eines Schwellers oder über Kopf lackieren muss. Unser SATA RPS-System ist sehr sicher, denn es verfügt über eine sichere Verbindung, eine sichere Schraubverbindung zwischen dem RPS-Deckel und dem SATA RPS-Becher. Dadurch ist das Lackieren sehr sicher. Unser SATA RPS-Becher ist nachfüllbar und ich kann ihn lagern und aufbewahren und somit auch wiederverwenden. Den SATA RPS Mehrzweckbecher gibt es in drei verschiedenen Größen, 0,3, 0,6 und 0,9 Liter. Darüber hinaus wird unser RPS Mehrzweckbechersystem durch Mehrwegbecher in unterschiedlichen Größen in Aluminium und Kunststoff ergänzt. Die SATA TrueSun bietet eine tageslichtnahe Farbtonwiedergabe. Das Ganze bei einer sehr gleichmäßigen Lichtverteilung. Sie bietet Ihnen 70 Minuten Betriebsdauer und das Ganze bei der vollen Lichtstärke. Sie ist stufenlos dimmbar und weist eine Ladestandsanzeige auf, mit der Sie den jeweiligen Akkustand erkennen können. Beim Einsatz von Mehrzweckbechersystemen bietet SATA zur Zwischenreinigung der Lackierpistolen die RCS-Reinigungsgeräte an. Zur Verwendung innerhalb der Lackierkabine das RCS Turbo Cleaner und zur Verwendung außerhalb der Lackierkabine das RCS Kompakt. Im Gegensatz zu dem RCS Kompakt kann ich bei dem RCS Turbo Cleaner die Lackierpistole direkt an das Reinigungsgerät anschließen und kann neben der Reinigung der Pistole und dem Trocknen der Pistole auch gleichzeitig die Pistole an dem Lackierluftschlauch belassen, sodass ich im Anschluss an den Reinigungsvorgang direkt weiterarbeiten kann. Für weitere Produktinformationen, Service- und Dienstleistungen sowie Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie uns unter sata.com. Herzlich willkommen bei der SATA Insight. Mein Name ist Jarip Vander und wir befinden uns heute hier in den heiligen Hallen der Staud Studios in Leonberg, nicht in Hollywood. Stars und Sternchen fahren hier aber trotzdem jeden Tag aus und ein. Wir haben heute die große Ehre, den Herrn Staud, René Staud, Firmengründer des Unternehmens, kennenzulernen und ein bisschen in seine Arbeit reinzuschauen, ein bisschen was über sein Leben und natürlich auch über die spannenden Projekte zu erfahren. René, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Erste Frage, wie geht es dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern? Habt ihr die letzten Corona-Monate einigermaßen überstanden? Und wie sieht es auch mit der Auftragslage aus, Rückgang oder eher bei euch Business as usual? Ja, also von mir auch ein herzliches Willkommen in meinen heiligen Hallen. Vielen Dank dafür. In der Tat, ja, Corona hat uns auch betroffen, aber wir haben es ganz gut überstanden. Zum einen mal, weil wir mit Kurzarbeit und vorgezogenen Urlaubsnehmungen uns erstmal hineingerettet haben. Und dann konnte das Geschäft auch so ab Mitte, Ende Juni hat es wieder angezogen, besonders vom chinesischen Markt.
Die Amerikaner sind nach wie vor ein bisschen zurückhaltend, aber die europäischen Firmen kommen alle zurück, insbesondere natürlich unsere Deutschen, die jetzt natürlich wohl wissen, dass auf das Herbstgeschäft es was zu tun gibt. Die Fahrzeuge müssen vermarktet werden und das ist ja unsere Kernkompetenz. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da jetzt wieder sehr schnell auf Spur kommen. Sehr schön. Ja, jetzt kann man ja sagen, du gehörst auf jeden Fall zu den weltbekanntesten Automobilfotografen. Ich glaube, jeder kennt dich in der Szene. Erzähl mal, wie bist du überhaupt grundsätzlich mal zur Fotografie gekommen? Ja, Fotografie ist eigentlich ein Hobby und es begann als solches auch bei mir. Ich habe in jungen Jahren sehr gern fotografiert, allerdings schon auch mit einem gewissen geschäftlichen Hintergrund. Mein Vater war Holzbildhauer und ich habe sehr früh erkannt, dass er seine Arbeiten sehr schwer an den Mann oder die Frau bringt, wenn er nur darüber redet, und habe schon im Alter von 10 Jahren ihm erzählt, Papa, wenn du eine Figur oder ein schönes Reh oder ein Brunnen oder was er alles geschnitzt hat, ablieferst, muss man ein schönes Bild machen. Und mit diesen Bildern konnte er dann neue Kundschaft gewinnen. Und ich habe das dann ausgebaut, weil dann mit 13, 14 ging es dann los. Ich habe dann einen Fotowettbewerb teilgenommen, war dann auch sogar erfolgreich, vielleicht weil ich, sag mal, auch junger Spinner war und mutig. Und aus diesem Hobby habe ich den Beruf gemacht, in gleitendem Übergang. Kann man sagen, dass du schon als kleiner Junge im Prinzip mit leuchtenden Augen vor schönen Fahrzeugen gestanden bist, so wie man sich das vorstellt, und da eine Faszination für diese Objekte entwickelt hast? Oder hat sich das erst im Laufe dann auch deiner Fotokarriere ergeben? Ja, die Liebe zum Automobil, oder ich sage es mal noch ein bisschen breiter, die Liebe zur Mobilität, die ist älter wie die zur Fotografie. In der Tat gibt es Bilder, wie ich als Dreijähriger kaum laufen kann, aber schon einen kleinen Seifenkistenfahrzeug habe. Und die Straße in meinem Geburtshaus unsicher mache. Und für mich war das Größte, wie ich mit 12 Jahren mit selbstverdientem Geld durch Altpapier und Altkleider sammeln mir das erste Fahrrad leisten konnte. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und es gibt eine Anekdote, wo der kleine René irgendwie im Stuttgarter Süden mal sich ein Ferrari genau angeschaut hat und gefragt hat, warum hat er 2 Tachos, einer mit 60 oder 70 und einer mit 300, bis ich dann erfahren habe, der eine war gar kein Tacho, es war der Drehzahlmesser. Ja. Also ich habe mich immer für Autos interessiert und tue das heute immer noch gern. Und ich glaube, wenn es Automobil nicht geben würde, also vielleicht wäre ich 125 Jahre früher geboren, dann wüsste ich gar nicht, was ich aus meinem Leben gemacht hätte. Jetzt kennen wir uns ja eigentlich fast schon 2 Jahrzehnte. Ich denke so zurück an die Zeit, als wir gemeinsam spannende und wirklich aufregende Projekte gestemmt haben. Wir haben Fotoshootings auf Mallorca, Dubai, San Francisco gemacht. Als wir auch da, kann man sagen, die Ehre hatten, ein Luxusfahrzeug, den neuen Maybach entsprechend in den Markt einzuführen. Damals war ja diese Bicolor-Lackierung schon so eine Besonderheit des Fahrzeugs. Hat mich damals noch nicht so interessiert. Heute als Vertreter eines Herstellers von Premium-Lackierpistolen natürlich was ganz anderes. Da ist Lack täglicher Bestandteil meines Jobs. Es war damals schon schwer, das Fahrzeug ins richtige Licht zu rücken. Wie würdest du sagen, was hat sich seitdem verändert? Ist es heute viel, viel einfacher? Man sieht ja auch hier in deinem Studio, es sind unheimlich viele Gerätschaften hier aufgebaut. Hat sich das in den letzten Jahren oder auch fast schon Jahrzehnten massiv geändert? Ja, es hat sich also ständig weiterentwickelt, aber ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Als ich das erste Auto fotografiert habe, war in den 70er Jahren und da ging es hauptsächlich darum, damals für ein Reiseprospekt Spaßbilder zu generieren, wie man mit einem Bugatti über Dünen fahren kann. Da ging es gar nicht sehr um das Design des Fahrzeugs, sondern nur um die Emotion oder überhaupt um die Information. Und als ich dann aber für die Automobilindustrie zu arbeiten begann, habe ich festgestellt, dass der Autohersteller ganz bestimmte
Formensprache kommunizieren will. Also das Fahrzeug muss eigentlich ganz besonders aussehen, auch wenn es im ersten Eindruck so nicht erkennbar ist. Das heißt also, der Auftraggeber erwartet, dass man die Form herausarbeitet und die Charakteristik, die er sich quasi in seinem Design vorgenommen hat, dass die der Fotograf überhöht. Und diese Sichtweise hat sich über die ganzen Jahre verstärkt. Und in unserer Zusammenarbeit mit Maybach war es ja sogar so, dass man schon die ersten Reminiszenzen an die früheren Fahrzeuge wieder aufgenommen hat mit der Zweifarbigkeit. Ganz charakteristisch heute dieser Heli aus den 60er Jahren. Da war das ja ganz und gäbe, dass die Fahrzeuge mehrfarbig lackiert wurden. Oft war es so, man hat ein hellblaues Fahrzeug mit einem beigen Kontrastfarbe und einem dunkelbraunen Dach zum Beispiel. Bei Maybach hatten wir nur Coupés bzw. Limousinen. Und da konnte man jetzt mit dem Dach nicht noch eine dritte Farbe zeigen. Aber die Charakteristik über die Farbe galt es natürlich zu verstärken. Und das hat es damals auch nicht leichter gemacht, weil eine Lackfarbe nimmt ja dann immer das Umgebungslicht auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen blau-silbernen Wagen im Freien habe, dann wirkt der, das Blau wird überhöht durch den Himmel und das Silber wird aber verfälscht durch den Himmel. Und so gibt es in jeder Phase und Generation von Fahrzeugen, sagen wir, Ansprüche oder Herausforderungen. Und heute wird es natürlich sehr viel auch mit Computerbearbeitung gelöst, was die Autos allerdings weniger authentisch, sondern ich würde fast sagen, manchmal ein bisschen künstlich erscheinen lässt. Aber das schaut in moderne Sichtweise, ist ja heute sehr viel digital und synthetisch. Und insofern muss der Fotograf sich ständig nicht nur weiterentwickeln, sondern auch dem Marktgeschmack anpassen. Irgendwann habt ihr ja auch neben der klassischen Fotografie begonnen, Filmproduktionen mit aufzunehmen in euer Portfolio. Ist das ein Thema, was immer mehr geworden ist? Wie hoch ist der Anteil bei euch jetzt Filmproduktionen zu Fotografie? Ist es für euch, ich sag mal, die leidige Pflicht oder Kür? Oder ist es für euch gleichbedeutend mit der Fotografie heute? Ja, man hat schon Anfang der 2000er Jahre festgestellt, dass die Auftraggeber an irgendeiner Stelle sparen wollen. Entweder investieren in aufwendiges Fotoshooting und dann muss der Film oder die Präsentation etwas hinten anstehen. Oder einer der zwei oder drei Beteiligten findet eine Lösung, wie das Gesamtbudget sozusagen überschaubar wird. Und ich bin dann damals den Weg gegangen mit meinem Team, dass wir gesagt haben, wir haben die ganze Vorbereitung, wir haben die ganze Logistik, wir haben das ganze Setting, wir haben die Models, wir haben die ganze Rechte. Dann können wir ja vielleicht auch gleichzeitig während dem Fotoshooting ein Filmteam mitnehmen. Und über diese Kooperation entstand dann der Aufbau eines eigenen Filmteams bis hin, dass wir dann gesagt haben, dann können wir das Setting noch einmal im Studio aufbauen und dann kann der Auftraggeber sein Auditorium einladen und seine Präsentation auch noch im Studio machen. Mhm. Und insofern kommt uns Corona sogar etwas entgegen, weil wir haben jetzt verschiedene Präsentationen seit März, Stichwort Genfer Salon, hier im Studio erlebt und festgestellt, der größere Anteil des Auditoriums, der ist sowieso weder auf der Messe noch im Studio noch in der Location, die der Kunde definiert, sondern der ist im Internet. Und damit kommt der Kunde überall hin. Und wenn die Sachen gut aufgezeichnet sind, lassen sie sich über Jahre abrufen und sehr vielfältiger verteilen und vertreiben, wie das früher in analogen Zeiten möglich war. Wenn ich hier so durch dein Studio laufe und mich umschaue, dann habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich nahezu kein Fahrzeug aus dem Luxussegment oder aus dem Sportwagensegment, das du noch nicht in deinem Studio oder vor der Linse gehabt hast. Gibt es ja ein Fahrzeug, wo du sagen würdest, das ist mein Traum, das muss ich irgendwann mal noch vor der Linse haben, ich habe es noch nicht im Studio gehabt? Es gibt ein paar Fahrzeuge, die tatsächlich noch nicht hier waren. Und das hat dann immer ganz skurrile Umstände. Ganz viele ganz besondere Kunden und ganz viele ganz besondere
Fahrzeuge waren hier in der Tat. Aber das ist natürlich auch geschuldet der langen Treue zur Automobilbranche. Mhm. Im Prinzip in 50 Jahren kam doch da fast jeder mal vorbei. Welche Marken beispielsweise hast du alles fotografiert? Ganz große Zeiten hatte ich natürlich in den 70er Jahren mit Porsche und direkt im Anschluss mit Mercedes. Und das hat sich auch bis Anfang der Jahrtausendwende konstant immer weiterentwickelt. Und dann kamen ein paar große neue Player dazu. Man nannte mich ja damals auch etwas Geburtshelfer der Autoindustrie. Also wenn neue Baureihe auf den Markt kam, und so habe ich ja im Prinzip mein erstes großes Studio damals installiert, war der Baby Benz, die heute bekannte C-Klasse. Mhm. Und da habe ich gelernt, also wenn der Kunde eine neue Baureihe entwickelt, dass er da einen besonders hohen Bildbedarf hat und dass es sich da besonders lohnt, mit dem ins Geschäft zu kommen, weil dann hat man als Wettbewerb eben nicht einen einzelnen Kollegen, sondern ein ganzes Team. Und es gab in den 70er, 80er Jahren in Europa ganz wenig, ganz große Fotostudios. Heute gibt es noch viel kleinere oder viel weniger. Der Markt hat sich sehr konsolidiert. Du warst so einer der wenigen mit einem Studio, wo man tatsächlich LKWs fotografieren konnte, ne? Ja, ich habe also 86, wie ich hier Leonberg eröffnet hatte, war das mit Abstand in Europa das größte mit LKW befahrbare Studio. Mhm. Es war nicht nur die Gesamtquadratmeterzahl von 2.500 Quadratmeter mit einer reinen Fotofläche von 600 Quadratmeter, sondern eben auch mit der großen Zufahrt und der hohen Belastbarkeit. Mhm. Ich habe hier Belastbarkeit von 5 Tonnen pro Quadratmeter. Mhm. Und das kann nur ein Studio stemmen, das speziell für Autofotografie gebaut wurde. Oder eben in einer Messehalle würde es auch gehen. Aber Messehalle sind unwirtschaftlich. Und deswegen konnte ich damals ab 1986 auch sehr schnell die Entwicklung hinnehmen. Aber nochmal zurückkommen auf das Thema Geburtshelfer. Mit Smart fing dann praktisch der große Schub der neuen Marken an. Nach Smart kam dann Maybach, was wir schon besprochen hatten. Und dann kam ganz groß Aston Martin, muss ich vorstellen. Da wechselt jetzt der Vorstandsvorsitzende und der macht die Firma groß. Ich sage jetzt mal von 300 Autos im Jahr auf 6.000, 8.000 oder 10.000 Autos. Mhm. Und diesen positiven Trend, den durfte ich bei Maserati entwickeln. Und dann kamen natürlich auch immer wieder Derivate. Es kamen ja auch dann immer wieder Kunden, die neue Marktnische für sich entdeckt haben. Zum Beispiel Jaguar hat eine Dieselgeneration aufgebaut. Oder jetzt mit unseren Chinesen, mit Aways, die Elektrofahrzeuge in den Markt bringen wollen. Und so durfte ich über die Jahre für rund 40 internationale Autohersteller arbeiten. Und schwerpunktmäßig natürlich weiterhin die deutsche und die chinesische Industrie. Ich habe gesehen, ihr habt Fotos gemacht, nicht am Vulkan, aber vulkanähnliche Zustände, die dort geherrscht haben, zumindest auf den Fotos. Das hast du ja in deiner ganzen Laufbahn unheimlich viele Locations gesehen, kennengelernt und dort entsprechende Shootings durchgeführt. Was war für dich so die spektakulärste Kulisse, in der ihr ein Fahrzeug bildlich festhalten durftet? Spektakulär war natürlich das Thema Feuer und Eis. Das ist gerade, glaube ich, das Shooting gewesen mit Aston Martin. Ne? Und wenn man sich vorstellt, dass man eine komplette Kampagne, die aus Feuer und Eis besteht, dass man die in einem einzigen Land umsetzen kann, wie Island, das ist also heute noch beeindruckend. Aber dass ein Auftraggeber einem auch so viel Freiheit lässt, dass man dann zum Beispiel an einem Gletscher dann tatsächlich auch eine richtige Inszenierung macht mit Special Effects und so weiter, wie in einem James-Bond-Film. Das war noch beeindruckender, weil gute Fotografie ist natürlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Und das eine ist die Zeit und das andere ist natürlich die Zuarbeit. Und wenn ich mir vorstelle, was wir damals als Special Effect investiert haben, um dieses Budget erwartet heute ein Kunde eine ganze Kampagne. René, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es war ein sehr informatives und spannendes Gespräch. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ein bisschen im Studio um
und du zeigst uns noch ein bisschen was. Und ja, ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern alles Gute. Bleib gesund, vor allem in den heutigen Zeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Heute wollen wir uns mit den Markttrends befassen, in Deutschland natürlich, aber auch im internationalen Umfeld. Und speziell geht es hier um die Lackiererei- und Karosseriebetriebe. Und diesbezüglich haben wir zwei Experten von SATA heute im Studio. Einer dürfte Ihnen noch bekannt sein, liebe Damen und Herren. Das ist zu meiner Rechten einmal der Herr Göttling. Jörg Göttling, Sie sind Leiter Export bei SATA. Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und neben Ihnen, das ist Herr Sebastian Scholz und er ist Vertriebsleiter Deutschland und Österreich. Auch Ihnen herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, derzeit gibt es natürlich ein Riesenthema, ganz klar, Corona. Ein Thema, was jetzt allen unter den Nägeln brennt natürlich in dem Moment. Wie hat sich die Corona-Krise auf die wirtschaftliche Entwicklung ja ausgewirkt? Was würden Sie sagen? Also wir im Export haben die ganze Krise wie an einem Brennglas erlebt und nachvollziehen können. Also es fing mit China an, kam dann nach Europa und letztendlich nach USA. Und so sehen wir jetzt auch den Trend wieder umgekehrt. Die Erholung beginnt zuerst mal in Asien, teilweise in Europa. Also wir haben das 1:1 nachvollziehen können, wo die Hotspots in der Welt waren. Und das hat natürlich auch zu dramatischen Umsatzeinbrüchen geführt. Teilweise haben ja Länder dann noch einen ganz extremen Lockdown auch durchgeführt. Also nichts im Vergleich zu dem, was wir hier hatten, was noch glimpflich ablief. Wenn Sie ja hinschauen, UK oder auch Frankreich, da waren dann teilweise die Lackierbetriebe und auch andere Unternehmen wochenlang komplett dicht und zu. Ich nehme an, Sie können dabei pflichten. Sie haben auch die gleiche Erfahrung gemacht. Wir haben das sicherlich, wie der Herr Göttling schon sagte, nicht ganz so massiv im deutschen und österreichischen Markt erlebt. Aber nichtsdestotrotz sehr unterschiedliche Betriebe, unterschiedliche Einflüsse hat die Corona jeweils auf unsere Händler oder aber auch natürlich auf die Lackier- und Karosseriebetriebe genommen. Wenn Sie beide jetzt eine Prognose stellen müssten, was man vielleicht auch noch gar nicht kann, wie würde die lauten in dem Moment aktuell? Ich kann für meine Märkte sprechen. Ich glaube, wir werden in vielen Ländern Trends, die zuvor schon da waren, jetzt eben deutlich beschleunigt erleben. Zum Beispiel eben diesen Trend, dass sich Werkstättten zusammenschließen zu größeren Gebilden. Ich denke, es wird auch einen Trend dahin geben, dass man noch stärker auf Prozesseffizienz und solche Dinge schaut, weil eben auch das Reparaturvolumen, so wie wir es bisher hören, wohl nicht mehr auf die alten Niveaus zurückgehen wird. Das heißt, wir werden auch teilweise weniger Werkstätten haben, dafür aber qualifiziertere Werkstätten. So meine Einschätzung. Und Ihre? Ja, wir müssen relativ vorsichtig sein. Wir haben dann schon gedacht, wir wären über den Berg und dann kommt es aber doch nochmal wieder. Also die ganze Situation ist sehr fragil. Ich vermag keine Aussage darüber zu treffen, wann das vorbei ist, wann alles wieder normal ist. Es ist fraglich, ob es überhaupt jemals wieder einen normalen Zustand wie vor Corona gibt. Der Markt konsolidiert sich in Teilen, werden einzelne Betriebe vielleicht nicht mehr da sein. Neue Formen wird es vielleicht geben in Zukunft. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, neue Formen. Wir sprechen auch von großen MSOs oder auch Franchise-Unternehmen. Was würden Sie sagen, sehen Sie darin eher eine Chance, auch gerade für kleinere Unternehmen, oder ist es vielleicht sogar eher, birgt es vielleicht auch eher eine Gefahr? Also ich denke, kleinere Betriebe, die sich spezialisieren, können da eine Chance eben auch daraus generieren. Es wird aber andere kleine Betriebe geben, die sich dann an größere Einheiten anschließen. Teilweise haben wir auch so dieses Thema der Nachfolge. Es gibt auch Betriebe, das glaube ich in Deutschland auch schon teilweise das Thema, dass man dann eben keinen geeigneten Nachfolger findet und dann zum Beispiel sich einem Franchise-System anschließt oder eben auch aufgekauft wird. Also es gibt da, glaube ich, beides. Wir werden manche sehen, die sich erfolgreich in der Nische spezialisieren und andere, die verschwinden bzw. in andere Einheiten aufgehen. Mhm.
so meine Einschätzung. Mhm. Ja. Sie sind, Herr Scholz, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich. Was würden Sie sagen, was sind die signifikanten Unterschiede derzeit? Oder gibt es viele Parallelen? Also im Großen sind sicherlich viele Dinge sind identisch. Mhm. Es gibt Tendenzen, die wir im internationalen Markt sehen, mit Franchise-Ketten oder mit großen Zusammenschlüssen, Konsolidierung. Im Detail nicht so. Wir sind also eher geprägt durch eine handwerkliche Landschaft in Deutschland. Es gibt das in Tendenzen. Es gibt allerdings auch, dass viele große markengebundenen Werkstätten sagen, wir holen aus weiteren Bereichen, holen wir Autos, die zu lackieren sind, aus größerem Umfeld, holen wir rein. Aber vom Grundsatz her haben wir immer noch eine sehr starke handwerklich unternehmerische, kleine und mittelständische Struktur bei uns im Markt. Mhm. Wie sind oder wie waren die Werkstätten bisher aufgestellt? Was würden Sie da sagen? Bis jetzt sind sie eigentlich, es gibt ganz, ganz viele Formen. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist im Grunde genommen möglich. Es gibt hochspezialisierte Werkstätten, die also wirklich sehr, sehr prozessorientiert sind, sehr, sehr stringent, also wo es einen ganz klaren Durchlauf gibt dessen, was kommt, die auch auf große Stückzahlen an Reparaturen aus sind. Und dann gibt es wieder kleinere Werkstätten, die auch noch andere Bereiche sich aussuchen. Viele gehen in den Caravan-Bereich, im Oldtimer-Bereich kann ich im Grunde genommen nichts von der Stange machen, sondern jedes Auto ist anders, alles wird muss genau auch mit dem Besitzer abgesprochen werden. Das ist alles nicht so einfach, alle Teile gibt es nicht mehr, es muss viel mehr nachgeforscht werden. Da gibt es eine sehr große Bandbreite und die handwerklichen Betriebe, aber auch die Händler sind natürlich jetzt gefordert, sich diesen Veränderungen anzupassen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Auch immer wieder Thema sind die neuen Assistenzsysteme, die beispielsweise Unfälle verhindern sollen beim Autofahren. Ist es so, dass tatsächlich jetzt dadurch weniger, ich sag mal, auch Reparaturen in den Werkstätten stattfinden oder treten vielleicht ganz andere Probleme auf, wo die Werkstätten dann doch wieder viel geforderter sind? Ja, also es ist nicht unbedingt weniger Reparaturen, mag leicht ein klein bisschen sinken, aber die Art der Reparaturen verändert sich. Es sind weniger schwere Unfälle, oftmals auch so Parkrempler, weil trotz Parksensoren stößt man dann eben mit dem Fahrzeug an. Sie kennen es wahrscheinlich, ja, dieses Thema. Ach ja. Sind Sie aber nicht alleine, da war vor einigen Jahren mal bei einer Konferenz so eine Übersicht und ich meine mich zu erinnern, dass es an die 20% aller Reparaturen mittlerweile sind in dem Bereich der Stoßstangen und das weltweit. Aber das Thema ist da eben zum einen kleinere Reparaturen, aber was natürlich eine große Rolle spielt ist, wenn Sie heute anschauen, so eine Stoßstange, die wird nicht nur einfach lackiert, da haben Sie auch Sensoren drin. Das heißt, Sie müssen ja auch am Schluss dann wieder auch die Sensoren vernünftig ausrichten, dass eben nachher das Auto dann wieder auch sicher im Straßenverkehr unterwegs ist. Und das stellt natürlich ganz andere Anforderungen an die Lackierwerkstätten, an das Know-how, auch an das Equipment. Das ist so ein großes Thema gerade, zum einen Fachleute zu finden, zum anderen aber auch die Investitionen, die getätigt werden müssen. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Sensoren, immer neues Equipment. Vielleicht die Frage an Sie, Herr Scholz. Insofern die Technik in den Fahrzeugen immer komplexer, immer moderner wird, müssen da die Werkstätten umdenken, umrüsten oder sind die diesbezüglich tatsächlich schon gut ausgestattet oder aufgestellt? In Teilen ja, aber grundsätzlich auch durch unsere Handwerksordnung in Deutschland muss ich einen geschulten, einen ausgebildeten und zertifizierten Mitarbeiter haben, der im Nachgang, seien das Umgebungskameras, seien das Sensoren jeglicher Art, die müssen wieder eingestellt werden, müssen kalibriert werden neu und das kann man nicht einfach mal eben so mitmachen, sondern ich muss das halt wissen, weil das sind Versicherungsfragestellungen, die sich dann im Nachgang damit ergeben. Und diese Dinge müssen alle mit beachtet werden. Und heute braucht eine reine Lackierwerkstatt, muss das Auto dann unter Umständen woanders hinbringen, um einen weiteren zertifizierten Betrieb zu haben, der diese Kalibrierung dann wieder vornimmt. Da sind wir gerade in den USA, Kanada, sehr häufig in der Diskussion, diese sogenannten Pre- und Post-Scans, wo man eben eine Diagnose betreibt und eben auch schaut, was hat dieser Unfall verursacht? Also nicht nur die sichtbaren Schäden, sondern halt auch in der ganzen Elektronik. Da wird dann Diagnostik betrieben, weil man eben dann auch sagt, es geht hier nicht nur um eine strukturelle Reparatur, dass eben am Schluss das Fahrzeug wieder so ausschaut wie zuvor, sondern eben auch die ganzen Sicherheitssysteme, die ganze Elektronik, die dann wieder auch ein verkehrssicheres Fahrzeug auf die Straße bringt. Hängt einiges dran. Ne? Ja. Sind das beispielsweise, noch mal die Frage an Herrn Scholz, nur die großen Betriebe, die die Zertifizierung der OEMs zur Schadensbehebung bekommen? Oder kann man da auch sagen, auch die kleineren haben da irgendwie, können ihre Chance ergreifen, lassen wir es mal so formuliert. Ja, auf alle Fälle. Also jeder Betrieb hat grundsätzlich die Möglichkeit, diese Chance zu ergreifen. Es kommt sehr stark auf das Umfeld an, wo befinde ich mich. Bin ich jetzt in einem sehr ländlich geprägten Raum,
dann habe ich natürlich die Herausforderung, viele Dinge mehr anbieten zu können als dort, wo sehr viele Lackier- und Karosseriebetriebe sehr stark konzentriert sind. Aber grundsätzlich findet jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, das zu machen. Natürlich fällt es einem großen Lackierzentrum, die den Platz und natürlich auch die Manpower haben, unter Umständen leichter, diese Dinge zu erfüllen als einem kleineren Handwerksbetrieb, familiär geführt, die vielleicht nur 2-3 Leute haben. Da kann ich natürlich nicht alle Qualifikationen in der Form abbilden, so wie ich diese Möglichkeit bei großen Lackierzentren habe. Herr Göttling, Sie arbeiten mit einem riesigen Netzwerk an Händlern zusammen und auch insbesondere im Ausland mit verschiedenen Handelsstufen. Stichwort selektives Vertriebssystem. Vielleicht können Sie uns und den Zuschauern mal kurz beschreiben, was ist das selektive Vertriebssystem? Also das selektive Vertriebssystem haben wir ursprünglich in Deutschland und Österreich eingeführt und dann nach und nach in viele Märkte ausgerollt. Also ein selektives Vertriebssystem bedeutet im Klartext, wir arbeiten nur mit Händlern auf einer Vertragsbasis, dem sogenannten Premium Select Agreement oder dem Premium Select Vertrag zusammen. Ich sage mal, das ist ein gegenseitiges Leistungsversprechen, das wir da uns geben. Wir wollen einfach auch qualifizierte Partner haben, denn wir haben nach unserer Meinung und auch nach der Meinung des Marktes ein Premium-Produkt, wo es eben nicht nur um den reinen Verkauf geht, sondern auch um den ganzen Service drumherum. Sei es Ersatzteilversorgung, sei es Reparatur. Es beginnt aber schon beim Kauf. Ich möchte ja vernünftig beraten werden, dass der Fachhändler mich auch wirklich zu dem Produkt führt, was ich am Schluss dann eben auch brauche. Und da ist ein ganzes Paket an Anforderungen, die wir an die Händler stellen. Auf der anderen Seite auch das Leistungsversprechen, was die SATA da eben dann im Gegenzug auch mit einbringt. Letztendlich zielen wir darauf, höchste Kundenzufriedenheit in den Märkten damit zu erzielen. Und wir zielen auch darauf, eben mit qualifizierten Händlern zu arbeiten, die auch investieren und investieren müssen in Fachpersonal, in Vorratshaltung, in Customer Service, der sich teilweise in manchen Ländern so weit dann ausprägt, dass die 3-4 Mal am Tag, nicht in der Woche, 3-4 Mal am Tag in die Werkstatt fahren, wenn Teile fehlen, wenn Lackmaterialien gebraucht werden, hängt eine ganze Infrastruktur dahinter. Und das ist unser vorrangiges Ziel, hier mit qualifizierten Partnern zu arbeiten. Ja. Das Produktportfolio von SATA, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Autoreparatur. Ich glaube, Herr Scholz, Sie hatten es gerade eingangs schon angesprochen, wir sind auch im Yacht- oder Bootsbau neben Maler- und Schreinerhandwerk. Was würden Sie sagen, wie sind Ihre Handelspartner, vielleicht die Frage an Sie beide, wie sind die Handelspartner dort aufgestellt in diesen Bereichen? Die größeren Händler haben alle mittlerweile mehrere Sparten. Also sowohl im Schreinerbereich, natürlich kommen sie häufig aus dem Kfz und Karosserie- und Lackbereich, sehr stark und immer mehr kommt das industrielle Umfeld, weil wir, egal wo wir uns umschauen, wir finden ganz viele Produkte, die im industriellen Umfeld lackiert werden. Also die klassischen Lohnlackierer gibt es sehr, sehr viele Betriebe. Wir haben Schreiner, wir haben Maler, wir haben Bootsbau, ganz interessant. Es gibt also einen großen Händler, der ist also so weit weg von jeglichem Wasseranschluss, aber es hat einige Bootswerften bei sich in der Nähe. Da haben sich Dinge entwickelt. Viele von unseren Endkunden schlauen halt, wo kann ich was machen, wo ergeben sich Möglichkeiten von mir und finden dann auf einmal kleine Nischen, die man an der Stelle vielleicht nicht immer direkt vermutet. Ja, spannendes Thema. Ne? Sind wir teilweise auch gerade in Ländern wie Niederlande oder die skandinavischen Länder, auch Italien, wo klassisch sehr viel Bootsbau zum Beispiel eben stattfindet, haben wir auch da Kunden in dem Bereich. Das sind natürlich Nischen, aber die lassen sich doch durchaus entwickeln. Und führen auch ein bisschen immer dazu, dass man eben natürlich neben dem Car Refinish, neben dem Autoreparaturlackieren eben auch andere Bereiche mal in unseren Social-Media-Beiträgen, in unseren Newslettern etc. zeigen können, um das Ganze ein bisschen bunter und interessanter auch zu machen. Also ganz viele neue Wege und kreative Ideen letzten Endes. Vielleicht ein bisschen weg vom alten, ganz klassischen Gedanken, wie man sich damals eine Karosserie oder Lackiererei vorgestellt hat. Ne? Ganz innovativ. Würden Sie sagen, Herr Scholz, müssen die Händler heute doch ein wenig umdenken, sich weitere Standbeine aufbauen? Sie haben es gerade schon angedeutet, viele machen das. Ist das so Ihr Appell auch an die, die vielleicht bisher gesagt haben, ich mag es doch lieber traditionell, ich bin im Familienbetrieb, ich denke, ich möchte gar nicht so über den Tellerrand sehen oder bleibt das gar nicht mehr aus? Ja, würde ich mir gar nicht erlauben, einen Appell da abzugeben. Also das ist natürlich die unternehmerische Entscheidung eines jeden Unternehmens. Wir sehen halt eine Tendenz, dass
viele Händler rechts und links über den Tellerrand mal rausschauen und sagen, okay, was habe ich eigentlich noch hier in der Nähe, speziell so im industriellen Umfeld, was kann dort noch mit angeboten werden? Viele Dinge ergeben sich aus dem Markt, aus dem tagtäglichen Geschäft, dass jemand sagt, du, ich habe jetzt neben der Karosserie, auch die Lackierereien sind ja genauso auf der Suche. Also wir haben wir kennen viele Lackierereien, die neben dem klassischen Kfz Reparaturbetrieb, wo sie eigentlich herkommen, mittlerweile Küchenfronten lackieren, die kleinere Industrieaufträge mitmachen. Die Lackierkabinen sind da und von daher ist das okay. Und so kommt das dann im Grunde genommen aus die Anfrage aus dem Markt über die Lackierereien dann am Ende auch zu den Händlern. Und die Händler sind natürlich, und das weiß ich, gut beraten und tun das auch, machen das auch gerne und sagen, okay, dann werde ich das mit anbieten. Und wir können dann natürlich beratend und auch schulend zur Seite stehen und sagen, okay, welche Produkte der SATA sind sehr gut geeignet für die entsprechenden Anwendungen. Vielleicht noch einmal gefragt, Sie haben schon viele Beispiele genannt, das allerkurioseste Beispiel, was Ihnen bisher begegnet ist, wo jemand sich doch in einem ganz anderen Bereich dann etablieren konnte oder es zumindest versucht hat? Kurioseste, was ich mal gehört habe, war Solariumbetreiber. Der hat also die Gäste mit einer Lackierpistole, also es war wohl irgendwie ein Selbstbräuner oder Ähnliches. Also das hört man ganz selten, aber so gibt es so ein paar Sachen, die wirklich da sehr interessant sind. Super. Also Flexibilität ist auf jeden Fall gefragt und ein paar neue Wege zu beschreiten. Ja, ist es im internationalen Umfeld auch so ähnlich? Werden da auch neue Wege gewählt oder wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, wir haben halt auch ganz unterschiedliche Nischen in den einzelnen internationalen Märkten. Zum Beispiel haben wir natürlich in den USA und Kanada einen ganz großen Custom-Design-Bereich, also Custom-Painting, was man ja auch bei uns in diesen ganzen Shows immer so auf D-Max und anderswo sieht, wo dann eben Fahrzeuge, eben Hot Rods, sogenannte Hot Rods eben produziert werden, die dann mit Flammen und was auch immer dann dekoriert werden. Das ist so eine, diese Custom-Szene, die wir da sehr stark haben, die natürlich immer irgendwo auch ein bisschen so Glamour in die ganze Szene reinbringt und gerade dort in den USA sehr groß ist. Ich war mal bei einem von diesen Custom-Designer, der hat dann zum Beispiel, weil wir gerade von kuriosen Dingen sprechen, die Helme der Goalies von den NHL-Eishockey-Torhütern dann bemalt. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Die Dinger sind normalerweise komplett weiß und werden dann bemalt. Und das machen dann solche Künstler auch. Und da sind wir teilweise halt auch mit drin. Mhm. Hat nichts mit der klassischen Reparatur des Autos, des Fahrzeugs zu tun. Aber bringt immer so ein bisschen eben Flavor und Glamour in die ganze Sache. Immer mehr der künstlerische Effekt hier. Stichwort Kleinreparaturen oder auch Spot Repair. Darauf spezialisieren sich auch immer mehr Werkstätten. Ist das eine Folge des von Ihnen bisher beschriebenen Szenarios, sage ich mal? Oder woher kommt das Ganze? Und für wie effektiv halten Sie das? Das Spot Repair kommt vom Grundsatz her, ist eine Kleinstschadenreparatur. Man hatte das früher so ein bisschen definiert, Kratzer oder Dinge, die lackiert werden, die nicht größer als ein 5-Mark-Stück. Mal wieder beim Rückwärts aus oder einparken. Genau. Teilweise auch da. In dieser Größe. Genau. Und da gibt es natürlich mittlerweile auch flexible Möglichkeiten. Also wir sehen das, man sieht es relativ selten, aber dass sogar auf Parkplätzen sowas fertig gemacht wird. Es hat natürlich sehr stark den Anspruch des Besitzers oder wenn es Versicherungsschäden sind, dann muss das natürlich genau betrachtet werden, ob ich das irgendwo auf einem großen Einkaufszentrumshof machen kann oder ob ich eine Werkstatt aufsuchen muss. Aber die Werkstatt, Spot Repair, geht halt unter Umständen relativ schnell und ist dann für den einen oder anderen sicherlich auch eine kostengünstigere Möglichkeit, das Auto reparieren zu lassen, wenn es sich wirklich nur um Kleinstschäden handelt. Und damit auch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Werkstätten. Ja. Im Extrem haben wir aber auch sogar schon Ketten. Also in China gibt es da eine Kette, die sich nur auf dieses Segment spezialisiert hat. Hat aber auch damit zu tun, dass Spot Repair und, sage ich mal, ist eine besondere Technik, nicht Technologie, sondern Technik, die wir da beherrschen muss, dass das nicht so weit verbreitet ist im allgemeinen Geschäft in China. Und da gibt es dann zum Beispiel das Geschäftsmodell, dass ich dann mich genau auf diese Nische auch spezialisiere. Die bedienen wir da auch. Und das ist das Interessante natürlich für uns im internationalen Bereich. Jeder Markt tickt da ganz anders. Und ich bin schon einige Jahre dabei, aber muss dann sagen, immer wieder erfährt man dann Dinge, die man davor so nie gehört hatte, die ganz spezifisch dann für einen Markt sind, teilweise aber dann auch später in anderen Märkten auch wieder auftauchen. Insofern muss man da immer doch sehr am Ball bleiben mit seinen Partnern, mit seinen Mitarbeitern. Und selbst natürlich auch. Zusätzlich zum Spot Repair auch immer weiter verbreitet die mobilen Werkstätten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das die Zukunft? Wird das auch gewünscht vom Kunden? Oder ist das eher so eine Art Nische, die mal ausprobiert wird aktuell? Ich würde es aus meiner Kenntnis tendenziell eher als Nische betrachten. Es gibt halt so ein paar Rahmenbedingungen beim Lackieren eines Autos. Ich muss ja versuchen, die Umgebungsluft so sauber wie möglich zu halten.
wenn ich jetzt, keine Ahnung, Frühjahr oder Herbst oder Pollenflug, und das ist nicht ganz einfach. Also mobil muss man schon natürlich das eine oder andere. Es gibt das, wir sehen auf Messen auch immer irgendwelche Anbieter, eine Zubehör, um mobil etwas zu machen. Ich glaube, es hat es immer gegeben, wird es auch immer geben, aber es wird das klassische Versicherungsgeschäft oder Schadensgeschäft wird es wahrscheinlich nicht so sehr beeinflussen. Ja, also auch meine Einschätzung. Es gibt dann teilweise so Tendenzen, da fällt mir gerade zum Beispiel Großbritannien ein, wo dann Autohäuser, die mal früher eine Lackiererei hatten, dann das outgesourced hatten, plötzlich drüber nachdenken, wieder einen Teil des Geschäfts zurückzuholen, aber keine komplette Lackiererei bauen wollen. Da kenne ich jetzt ganz konkret einen Anbieter, der dann wirklich solche mobilen Kabinen anbietet, die man dann dort auf dem Hof stellt, auch mal dann in die andere Richtung schieben kann, wenn man wieder vielleicht aus welchen Gründen auch immer der Platz gebraucht wird. Und die versuchen dann das ergänzend eben wieder eben als Geschäft an Land zu ziehen. Und solche Nischen bedienen wir dann teilweise auch mit unserem Equipment, mit unseren Pistolen, mit unseren Filtern. Ist ganz spannend, eben weil es zusätzliche Möglichkeiten bietet. Und natürlich auch immer diese Chance bietet, sowas auch mal mit anderen Partnern in der Welt zu besprechen. Und ab und an tun sich dann wirklich auch solche Transfereffekte dann auf, dass man dann gemeinsam mit dem Partner das dann schafft, auch mal so eine Idee ganz woanders zu platzieren. Also nicht mehr nur der mobile Hundefriseur, jetzt kann man dann auch, Das kommt auch die Werkstatt dann direkt mal nach Hause. Vorhin auch schon angesprochen, die SATA-Produkte werden in ganz verschiedenen exotischen Anwendungsgebieten eingesetzt. Sie haben es schon vorhin gesagt, die Helme, unter anderem auch für die Formel 1 oder DTM. Dort findet man quasi ein spezielles Helmdesign, beziehungsweise auch SATA-Produktion ist drin. Oberflächenveredelung von High-End-Konzertflügeln, habe ich recherchiert. Ziffernblätter von Schweizer Kultuhren. Also das ist ja auch ein Ding, würde man jetzt im ersten Moment gar nicht drauf kommen. Das ist, wie gesagt, es ist halt in diesem industriellen Umfeld, wird sehr, sehr viel lackiert. Ich habe es auch mal gesehen, es gibt so kleine Kunststofftierchen, die sehr fein bemalt werden, wo dann von dem Löwen die Nasenspitze wirklich mit einer ganz feinen Düse dann lackiert wird. Also es gibt tolle Sachen. Und wenn man so im Fernsehen durch die Programme und speziell natürlich im Kfz-Bereich, aber auch an vielen anderen Stellen, trifft man hin wirklich auf sehr interessante, sehr nette und ganz lustige Sachen. Was würden Sie sagen, wie hoch ist der Prozentanteil oder Prozentsatz aktuell von diesen anderen Anwendungen? Es wird im einstelligen Prozentbereich sein, würde ich mal vermuten. Industrie generell ist relativ hoch, aber wir kommen, bleiben und sind im Kfz-Bereich zu Hause. Dann wird sicherlich so Maler, Schreiner und Industrie kommen und danach dann Exoten von Orgelpfeifen über kleine Kunststofftierchen, Solarium und bis... Also sind ganz interessante Sachen, macht sich natürlich auch, wie der Göttlich schon sagte, mal ganz lustig. Darüber kann man gut berichten. Ja, genau. Natürlich. Auch im Ausland ist die Tendenz auch weiterhin festzustellen. Ja, sagen wir, auf jeden Fall. Solche Themen auch. Aber, mir fällt sogar ein, dass dann teilweise auch im Lebensmittelbereich damit gearbeitet wird. Nicht immer unbedingt das, was wir... ich sage mal, in den Vordergrund stellen, aber diese Anwendung gibt es dann durchaus auch. Wir hatten in unserer letzten Talkrunde, wo Sie auch als Gast schon mit dabei waren, hatten wir einen Berufsschullehrer und einen Berufsschullehrer und einen Werkstattleiter und Sie zum Thema Schulung, Training, Ausbildung, Nachwuchskräftemangel in der Talkrunde, im Interview. Der Faktor Trainings, Ausbildung, Schulung ist ja auch für SATA ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie wichtig denn tatsächlich? Ein Riesenthema und im Ausland manchmal sogar fast noch mehr als in Deutschland. Ah ja. Denn wir haben ja in Deutschland dieses duale Ausbildungssystem, was wir immer versuchen, in die Welt zu tragen. Und alle Welt spricht davon, dass man das übernehmen möchte, stellt dann aber in der Praxis fest, dass es gar nicht so einfach ist zu implementieren. Es ist eine Kulturfrage, es ist eine Frage der Berufsschulen, der Lehrer etc. Da gibt es ganz viele Gründe, warum das nicht so in dem Maße funktioniert. Aber wenn Sie in die Welt rausschauen und wenn Sie in Konferenzen sind oder auch sonst mit Leuten sprechen, weltweit haben alle das Thema, wir müssen mehr Lackierer ausbilden, wir müssen den Beruf attraktiver machen, wir müssen natürlich gerade wegen der neuen Technologien etc. auch ganz anders ausbilden. Und ist aber in vielen Ländern dann doch sehr stark auch auf die Initiative auch von Herstellern abhängig davon. Und da sind wir sehr engagiert. Mhm.
Jetzt hatten wir in den letzten Monaten eine ganz andere Situation, insbesondere auch was die Schulungen betrifft. Ganz viel wurde online gemacht, auch wenn man sich die ganz normalen Schulen einmal anschaut. Auf einmal war alles online, kein Präsenzunterricht fand mehr statt. Wie ist da die Situation aktuell bei SATA? Ist man darauf jetzt vorbereitet, auch online zu schulen oder wie sieht das aus? Ja, wir haben ein neues Schulungszentrum, unsere sogenannte Tech Fair, bekommen und besteht aus mehreren Bereichen. Wir haben dort einen Werkstattbereich, einen Präsentationsbereich, einen Kommunikationsbereich oder auch, wo wir klassisch Folien an Bildschirm zeigen können. Und im Zuge der Eröffnung dieser Tech Fair haben wir die komplett digitalisiert. Das heißt, wir können also mit unseren Kunden ja, digital, weltweit, national Schulungen abhalten, sodass wir sowohl in dem uns sehen können, aber auch zum Beispiel den Werkstattbereich mit einer Kamera von oben bestückt haben, sodass man auch wirklich was zeigen kann, vorführen kann, auch im Detail Dinge zeigen kann, sodass die Teilnehmer nicht nur rein Folien oder sprechen, sondern auch wirklich was sehen können. Am Ende natürlich leider nicht mitmachen können, weil sie nicht vor Ort sind, aber dass wir versuchen, so genau wie möglich und so weit wie möglich mit unseren Kunden da in Kontakt treten und das wird mehr und mehr kommen. Ja, und hoffen wir, dass vielleicht dann doch bald alles auch wieder vor Ort präsent stattfinden kann, ist natürlich auch wieder nur eine Prognose. Vielleicht abschließend noch an Sie beide gefragt, was wünschen Sie sich für die Branche jetzt aktuell oder für die nächste Zeit? Zunächst mal eine Konsolidierung des Geschäfts. Wie gesagt, viele haben so doch ihre Zweifel, dass wir wieder auf die 100% zurückkommen werden. Ich glaube, wir alle wissen, dass es ein langer Weg wird. Da hofft man eben drauf, dass es dann doch relativ schnell sich erholt, dass es keine Rückschläge gibt. Mhm. Was ich mir wünsche, ist eben, dass wir die Chancen, die wir da draußen haben, gemeinsam mit den Werkstätten nutzen. Denn ich glaube, was das ganze Corona-Thema mit sich bringt, ist, dass die ganzen Tendenzen, Trends, die wir sehen, sich beschleunigen. Mhm. Und am Ende des Tages heißt es für mich immer, Werkstätten müssen professioneller werden. Es geht um Prozesse, es geht um Effizienz. Und da haben wir als SATA mit unseren Produkten sehr viel zu bieten. Mhm. Das ist etwas, was wir seit Jahren schon propagieren. Insbesondere auch außerhalb von Deutschland ist ja das mithin unser Anspruch oder auch unsere Marktphilosophie. Wir müssen ja gucken, dass wir den Werkstätten helfen, besser zu werden. Denn ansonsten könnten sie auch ganz andere Produkte nutzen. Und ich glaube, das hilft uns, wenn wir die Karte richtig spielen. Sie bleiben auf jeden Fall positiv. Ja. Sie auch, nehme ich an. Ja, in jedem Fall. Ich hoffe, dass wir bald wieder mehr Kontakt zu unseren Händlern haben. Also persönlichen Kontakt. Persönlichen Kontakt zu den Händlern, persönlichen Kontakt zu den Endkunden. Denn der deutsch-österreichische Markt ist halt geprägt von Familienunternehmen, von Handwerksbetrieben, kleinen und mittelständischen. Ja. Und das fehlt uns schon sehr, dass man das persönliche Gespräch jetzt doch über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr so hatte, wie wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Ja, hoffen wir auf jeden Fall auf das Beste. Ganz, ganz interessant, unser Thema hier heute, die Markttrends im Bereich Karosseriebau und Lackiererei. Und ich darf mich noch mal ganz recht herzlich bedanken bei Ihnen, Sebastian Scholz, Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich bei SATA und bei Jörn Göttling, Leiter Export, schon zum zweiten Mal hier heute unser Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und alles Gute für Sie. Danke. Vielen Dank auch an Sie. Alles Gute. Willkommen zu einem weiteren Tech-Tipp hier bei SATA in Convestheim. Mein Name ist Martin Maschalla. Und mein Name ist Simon Sartoff. Heute wollen wir mit euch über die Druckluftleitung sprechen, beziehungsweise um alles, was daran auch angeschlossen wird, euch ein paar Tipps geben und ein paar Hinweise zum Druckverlust. Genau. Gerade hier ist wichtig der Innendurchmesser. Also wir kommen zu sprechen auf den Innendurchmesser von Hauptdruckleitungen, aber auch von Schlauchsystemen. Wir haben hier zum Beispiel zwei Schlauchsysteme, einmal einen 6 mm Innendurchmesserschlauch und einmal den 9 mm Innendurchmesserschlauch. Oftmals sehen wir die Anwender eigentlich, dass die einen 6 mm Schlauch benutzen. Und als Begründung nennen sie uns, der ist ja günstiger als der 9 mm Schlauch. Allerdings wollen wir jetzt zeigen, was denn überhaupt der Unterschied zwischen dem Innendurchmesser ist und warum der wichtig ist. Wir haben jetzt hier mal vorbereitet eine HVLP-Technologie und eine RP-Technologie. Auch da gibt es Druckunterschiede. Oft wird gefragt, wie hoch ist der Druckverlust bei einem 10 Meter langen Schlauch. Dann kommt in der Regel ein Bar als Antwort. Das stimmt nicht ganz, es hängt wirklich vom Innendurchmesser ab. Es hängt von der Lackiertechnologie bzw. von der Pistole auch ab. Wir werden mal an beide Schläuche anschließen. Wir haben am Filter 6 Bar eingestellt. Jetzt schließe ich mal die RP-Variante an den 9 mm Druckluftschlauch.
Alles ist voll geöffnet. Wir schauen, dass maximal Luftvolumenstrom durchgeht. Die Anzeige zeigt 5,2 Bar an. Das heißt, ich habe jetzt bereits 0,8 Bar Druckverlust, was eigentlich ein ganz, ganz guter Wert ist. Wenn ich jetzt die gleiche Pistole an einen 6 mm Schlauch anschließe, steht schon 3,7 Bar auf der Uhr. Also hier habe ich schon 2,3 Bar Druckverlust, alleine weil ich einfach einen falschen Schlauch genommen habe. Das Ganze machen wir jetzt mit HVLP. HVLP auf 9 mm, voll abgezogen. Jetzt zeigt die Anzeige 4,2 bis 4,3 Bar an. Da sind es bereits 1,7 Bar Druckverlust. Das hängt einfach mit dem Luftbedarf, den die HVLP-Technologie hat. HVLP steht ja bekanntlich für High Volume, Low Pressure. Das heißt, sie haben ein hohes Luftvolumen, aber sie benötigt eben einen geringeren Luftdruck. So, jetzt kommt die Extremvariante. Das heißt, 6 mm Schlauch, das heißt zu dünn. Bei maximalem Luftbedarf, man hört schon, die Anzeige zeigt 2,3 Bar an. Das sind ganze 3,7 Bar Druckverlust, allein aufgrund des Innendurchmessers des Schlauchs. Da sehen wir natürlich, okay, der Kunde hat recht, der 6 mm Innendurchmesserschlauch ist günstiger als der 9 mm Innendurchmesserschlauch, allerdings nur bei der Anschaffung. Ja, wenn man die ganzen Betriebskosten des Kompressors mal hinzurechnet, der mehr arbeiten muss, um das gleiche oder die gleiche Energie an der Lackierpistole bringen zu lassen, mal dazu rechnen, ist der 6 mm Schlauch einfach eine viel höhere Belastung, gerade was Wartungsarbeiten am Kompressor oder auch den Kompressor an sich betreffen. Ja. Was auch natürlich wichtig ist, sind die Anbauteile bzw. die Elemente, die an so ein Druckluftnetz angeschlossen werden. Das sind unter anderem hier ein Kugelhahn als Beispiel. Den empfehlen wir auch, sag mal, regelmäßig im Druckluftnetz anzuschließen, damit ich einfach auch Bereiche schließen kann. Hier steht jetzt schon 0,5 Zoll drauf. Oft wird suggeriert, dass 0,5 Zoll Gewinde, aber Innendurchmesser ist nicht gegeben. Also darauf achten, anständige Qualität oder eine gute Qualität zu kaufen, kann man prüfen, indem man durchschaut, gleichmäßiger Innendurchmesser, dann passt das Ganze auch mit dem Luftvolumenstrom. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, der Anschluss Nippel wird sehr vernachlässigt beim Kauf. Das ist jetzt einer, der beispielsweise mit ausgeliefert wird mit der Lackierpistole zum Teil. Der hat eine Teflondichtung innen, der ist auch innen beschichtet. Da bin ich eigentlich volumenmäßig safe und was auch die Qualität angeht auch. Ich sage deshalb beschichtet, es gibt Negativbeispiele. Hier eins mit einem Teflonband beispielsweise, da können auch Teile in die Lackierpistole eindringen. Die kommen dann vorne natürlich irgendwann wieder raus oder bleiben im schlimmsten Fall im Luftkanal hängen. Hier haben wir eine beschädigte Kupplung, das ist auch so ein klassisches Beispiel, Pistole fällt runter, fällt auf die Kupplung, ach, es funktioniert, ich nehme sie wieder, aber das stört natürlich auch das Endergebnis. Wir haben jetzt viel auch über Durchmesser und Druckluftschläuche gesprochen, jetzt ist die Frage, was muss denn so ein Druckluftschlauch können? Zum einen, so ein Gewebeschlauch aus dem Baumarkt lohnt sich nicht für die Lackierung. Das mag ein guter Gartenschlauch sein, aber oft sind Trennmittelrückstände drin, die sich bei Erwärmung eben entfalten und das Ganze bildet sich dann auf der Lackierung ab. Das ist in Form von Silikonkratern. Lackierung fehlgeschlagen. Ich suche den Fehler und im Prinzip hängt er in meinem Schlauch drin. Ganz wichtig ist, dass er antistatisch ist, das heißt, er muss statische Ladung durchlassen, der Widerstand muss gering sein. Es gibt eine Norm dazu, die heißt EN1953. Flexibel sollte er sein, klar, frei von lackstörenden Substanzen. Wir empfehlen, den Luftschlauch einmal im Jahr auszutauschen, zumindest aus der Lackierkabine heraus. Man kann das Teil dann einem Karosseriebauer geben oder einem Kfz-Mechaniker, die können den weiterhin benutzen. Das Problem aber für die Lackierung ist er oft nicht mehr geeignet, da fahren Fahrzeuge drüber, gerade auf dem Gitterboden, lösen sich dann Teile der sogenannten Schlauchseele. Die sehen wir hier im Querschnitt, die ist schwarz, die ist absolut silikon- und lackstörungsfrei. Das macht eben den Unterschied eines Lackierluftschlauchs zu einem, ich sag mal, Gartenschlauch.
Zu einem günstigen Schlauch, genau. Weitere Informationen haben wir natürlich auch in unseren Prospekten. Auch gerade was Innendurchmesser angeht, auf der letzten Seite haben wir Informationen, wie denn auch der Innendurchmesser in einer Hauptdruckleitung sein muss, bei einer gewissen Größe des Kompressors und natürlich auch bei einer gewissen Länge der Hauptdruckleitung. Das heißt, auch hier in diesen Prospekten findet man viele nützliche Informationen über Innendurchmesser, über SATA-Schläuche und allen dazugehörigen Produkten. Ja, ich hoffe, unser Tech-Tipp hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Stay safe.